Ach ja, ach ja. Erstmal noch ein bisschen nochmal Roots of Archer spielen. Irgendwie habe ich doch noch einmal Lust, ein bisschen in den Frühling reinzuschnuppern. Aber erstmal schauen wir uns an, dass hier ein Strauß mir geboren ist, ne? Das ist doch was Schönes. So. Könnten eigentlich mal mehr Zuchthäuser vielleicht mal gebrauchen. So, aber nichtsdestotrotz, es ist halt Frühling. So, den Tieren geht's gut. Wir haben Wein, wir haben Bier. Alles ist da. Einzige, was wir uns halt jetzt ein bisschen drum kümmern müssen, ist halt mal die Wasserversorgung. Ja, hier kommen noch ein paar Hütten hin. Das habe ich ja vorgehabt. Da war die letzte Planung, die ich halt gemacht habe, ne, mit der Wasserversorgung. Ja, ist halt nicht so easy. Zumindest, dass man das. Dass man das halt vernünftig bauen kann. Zumindest ganz gerne so, wie ich es gerne hätte. Ja, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Garn auf jeden Fall. Stein haben wir zum Glück auch sehr viel und Pflanzenfasern auch. Und zur Not könnte man extra nochmal Pflanzenfasern farmen. Aber das haben wir alles. Bis auf halt Hartholz. Ich glaube, Hartholz wird ein großes Problem werden. Also Bewässerungs- und Wasserbohnen, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Hartholz. Irgendwie Hartholz. Aber ich weiß gerade nicht genau, wie am besten. Ja, ich habe noch einmal Lust gehabt zu spielen. Irgendwie wollte ich noch einmal. Mich hat einmal noch mal die Lust gepackt hier halt. Mal ein bisschen reinzuschnuppern. Es kommen ja sehr viele Updates raus. Alleine schon ein bisschen neuer Content für Cutscenes zum Beispiel oder für andere Dinge halt. Ja, und die holen wir uns irgendwie alle. Zumindest wir. Ach, die holen wir uns irgendwie alle. Was sag ich denn da? Das passt doch gar nicht, was ich jetzt gerade hier am Sagen bin. Immer wollte ich sagen, dass wir irgendwie gucken werden, dass wir das vielleicht nochmal mitmachen oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Fakt ist aber, oh, und du bist hier nimmst du Weg. Fakt ist aber, wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir das auf jeden Fall vernünftig eben mal planen alles. Ich weiß nicht, da geht was da rein. Wie war das denn nochmal? Genau, da geht jetzt keine Verbindung hin. Doch, da geht eine Verbindung hin. Okay. Habe ich jetzt vertan. So. Es ist halt echt schwierig zu planen, wie man das jetzt alles gut machen könnte. Ich weiß ja, dass drei Felder bewässert werden. Das heißt. Nee. Jetzt noch einer hier. So. 1, 2, 3, 4. So. Ich weiß ja, dass hier drei Felder bewässert werden können. Okay, warte, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie ich das jetzt mache. Wie weit ich vor allem komme. Okay, so weit komme ich jetzt erstmal. Da komme ich jetzt nicht weiter. Ach, guck mal, da bin ich. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich jetzt sogar falsch gemacht. Das müssen wir anders machen. Der muss. Ja. Das muss sogar noch mal ein. Oh. Muss sogar noch mal ein. Ey, oh, ich wollte es doch drehen. Ach, bin ich doof. So, da muss der hin. Das muss nochmal weg. So, der muss da hin. Und
dann... Das passt sogar. Ach. Was ist jetzt los? Okay. Das war interessant. Bewässert kriegen. Dass wir zumindest eine etwas Produktion haben hier. So. Ah, okay, es geht nicht mehr. Das wird noch interessant. Fertig. Was haben wir denn noch? Warte mal. Ach, guck mal, wir gehen mal kurz zu Garrick. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie an Hartholz kommen. Hätte ich eigentlich ganz gerne irgendwie so einen Wunsch. Ist auch schon wieder fertig. Wie schnell geht das bitte? Ah, ich habe schon alles verbaut. Das große Problem ist echt jetzt Hartholz, ne? Garn spare ich jetzt erstmal auf. Aber die kann ich jetzt mal machen. Gucken wir mal, dass wir die irgendwie mal angepflanzt kriegen. So. Ein paar Mangobäume können schon mal zumindest nicht mal nicht schaden. Ja, so gefällt mir das. Es ist nur die Frage, was bauen wir eigentlich an? Das habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Müssen wir mal gucken, dass wir mal zumindest die erste Jahreszeit ein bisschen gut wegkriegen. Hier sind die Tiere ja alle gut versorgt. Keiner ist krank, das ist schon mal schön. Du bist bestimmt hier, ne? Ja, genau. Guck mal. Warte schon mal kurz. Der älteste Mitglied im Clan zu sein, hat seinen Vorteil. Niemand kann sich daran erinnern, dass ich einmal ein unbeholfener Teil. Hey, Käsehofer. Oh, das hat auch Vorteile, würde ich mal so sagen. Oh, die guten Tomaten. Aber Weizen. Ich will Weizen haben. Tomaten brauchen wir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen. Karotten. Bohnen müssen wir ein bisschen mal auf Vordermann bringen. Das auch. Alle 9 Tage. Nach 6 Tage ernten. Nach 6 Tage. Alles ja auch. Wir haben ja zum Glück die Punkte. Und wir kriegen auch gleich ganz schön viel mehr Punkte.
Alleine schon aufgrund dessen, dass wir sagen wir schnell, dass wir hier unseren exquisiten Wein herstellen. Aber erstmal, ob ich jetzt irgendwas anderes anbaue, guck ich mal, wie das mit dem Holz aussieht. Ach, wir haben noch gar keine neue Axt, ne? Wie sieht das denn aus? Sie erstmal. Ich glaube, das ist erstmal besser, bevor ich irgendwas anderes mache. Einmal eine vernünftige neue Axt herzustellen. Oh, da haben wir sogar noch ein bisschen was. Hartholz incoming. Aber auch nicht so viel. Ja, müssen wir das Beste draus machen. Ja, das auch noch. Ach, das sind auch noch Bäume. Ich hätte die eigentlich auch ganz gerne. Euch hätte ich auch noch ganz gerne. Hat nicht auch irgendwer sogar Hartholz verkauft? Ich meine, es hat sogar irgendwer Hartholz verkauft. Irgendwas zu essen mit? Ach, passt schon. Bin ich denn hier reingekommen? Muss aber schon ein bisschen her sein, dass ich hier reingekommen bin. Lass mal hier raustänzeln wieder. Ich habe nämlich nicht Lust, so wirklich hier alles wegzuräumen. Weil das ist schon eine Menge. So, müssen hier raus. Schauen uns jetzt noch ein bisschen hier um. Auf der Hoffnung hin, dass hier doch vielleicht ein Baum sein könnte. Was ich aber irgendwie nicht glaube. Ja, ich glaube, ich habe alles abgesagt. Ich glaube, ich habe alles gefällt, was wir fällen konnten. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwie an Hartholz rankommen. Wo ist er? Da ist er. So. Saatgut. Bäume.
Könnte man eigentlich auch mal gucken, dass man die kauft, ne? Kauf jetzt einmal alle ein. Dann ist halt so. Auch wenn die viel kosten. So. Herr Schild hier. Ich habe es herausgefunden. Wir müssen einfach ein Rad verwenden, um das Stockding zu drehen und dann damit alles zusammenzudrücken. Wie auch immer. Ich vergesse ständig, Kroll und den Pläne zu erzählen. Bring den Material gleich vorbei. Ja, geht ja nur da. So. Die Handachse gemacht und Akre hat eine überarbeitet. Okay. Ja, jetzt wurden auf jeden Fall alle Ideen überarbeitet, die wir halt haben. Also Ideen kriegen wir jetzt keine mehr. Jetzt würde es mich halt nur interessieren. Wir brauchen erstmal ein paar... Ah, ich habe keinen Garn. Ich brauche Garn. Egal, was für eins. Oh, den nur einen Platz ein. Nee, das nicht. Nimm mit den. Ja. Aus Rot rügen. Die Stücke kann eigentlich auch erstmal weg. Was kann auch weg? Doch gerade sagen, ich kann doch hier noch was machen. Ein bisschen kann man doch aus daraus noch was machen. So. Okay, das haben wir. Ne, das nicht. Aber die ganzen Bäume hier. Ja, Pinien werde ich auf jeden Fall nicht anbauen. Dünger. So, was haben wir hier noch drin? Kann ich ganze Wein bearbeiten. Also, Met können wir machen. Weitere jetzt. Ach. So. Ach. Ach, muss ja so entfernen. Ich glaube, der erste wird ein bisschen doof werden.
jetzt nochmal hier ein bisschen davon und ein bisschen Stein. Aber wir haben doch da noch ein bisschen. Nee, das ist ein bisschen Wasserbrunnen. Die brauchen wir nicht. Da nur. Damit das hier genauso sein. So. Das heißt aber, wir können jetzt da mal ein bisschen was anbauen. Ja, man merkt schon, ich bin voll bei der Sache. Jetzt ziehen die jetzt auch mal ein bisschen. Das geht mir ein bisschen auf den Geist. Das machen wir anders. Wir sortieren das jetzt richtig. Und zwar machen wir das erstmal so, dass wir das Winter aussortieren. Ja, Frühling und Winter. Okay, die sind nur Frühling. Nur Frühling. Die sind Frühling und Sommer. Die machen wir dahin. Die habe ich ja schon, diesen Frühling und Sommer, die können auch, die mache ich auch noch nicht. Frühling. So. Und jetzt machen wir die Varianten, die auch nur in den Sommer gehen. Die auch in den Sommer gehen. Das Erd zum Beispiel. Die gehen in den Sommer. So, jetzt machen wir die ganzen Sachen, die nur in den Sommer gehen, hier hin. Du gehst Herbst und Sommer, Herbst und Sommer. Du gehst nur in den Sommer. Ach, guck mal. Okay, dann gehst du dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Ich finde auf jeden Fall Sachen für den Sommer. So, jetzt machen wir nur die Herbstsachen hier hin. Hier machen wir dann nur die Wintersachen hin. So. Das ist ein bisschen besser sortiert hier. So. Hier machen wir jetzt ein paar Bienenstöcke hin. Alles klar, hier ist nur Frühling jetzt. Ach, warte mal, machen die jetzt zwei Felder? Ach.
Achso, nee, machen sie gar nicht. Machen nur ein Feld. Okay. Ja, dann passt das doch. Aber die machen den hier noch. Das, nee, den nicht. Ah, verdammt. Egal. Passt schon. Die wollte ich haben. Ich hätte aber ganz gerne wieder ein paar Erdbeeren. Hä? Ah, wir sind die Zeile verrutscht. Ah, passt schon so. Genoa. Da machen wir Bohnen. So, die können jetzt erstmal schön wachsen. Na, guck mal. Den können wir dann auch mal verkaufen. Da müssen wir dann gucken, ne? Dafür brauchen wir eigentlich auch sehr viel an Materialien. Kommen wir den mal kurz hier hin. Ah, ich habe noch eine Befestigungserweiterung. Da muss ich morgen noch mal am nächsten Tag was planen, dass ich das besser machen, dass ich das noch machen kann. Erstmal müssen wir noch verkaufen. Nee, der, nee. Boah. Die bringen aber ganz schön viel. Ja, die Wildtrauben bringen nicht so viel, aber der Brokkoliwein, oh, der Brokkoliwein. Exquisiter Tropfen anscheinend. Exquisiter Tropfen. So, dann bringe ich die jetzt schon mal hier rein. Kann der schon mal hier gemacht werden? Beziehungsweise brauchen wir dafür auch ein paar Kräuter. Aber wir warten erstmal, bis die anderen fertig sind. Die brauchen ein bisschen länger, glaube ich. Ja, die sind am nächsten Tag, sind sie fertig. Ich muss ein bisschen auf die Uhr achten. Jetzt die Frage, ab wo? Ach, warum mache ich das denn heute ein bisschen falsch hier? Ich glaube, da muss ich den bis hierhin machen. Ah, ich kann kein Wasser mehr dahin machen. Ah, muss trocken sein. Ja, dann müssen wir bis nächsten Tag warten. Ja, passt schon. Gehen wir schlafen. Was? 17.000? Krass.